Grüß Gott, mein Name ist Alexander Nischelwitzer von der FH Joanneum in Graz, vom Studiengang Wirtschaftsinformatik. Und wir haben im Jahr 2023 mit dem Grazer Kindermuseum für den Salon Stolz verschiedene interaktive Computerstationen umgesetzt. Die Zielgruppe ist sehr breit gefächert. Es geht um Accessibility, dass er sowohl für blinde Personen funktioniert, für gehörlose Personen, für Kinder, für ältere Personen, also wirklich vollständig inklusiv. Und die Palette war von einem Lebensraum, wo sich die Instrumente mitbewegen, bis hin zu virtueller Realität, wo man selber dirigieren kann, und Installationen, wo man einfach die Objekte auch angreifen kann und hohe Interaktivität gewünscht ist. Ich werde jetzt einige dieser Installationen präsentieren. Im Robert-Stolz-Museum gibt es auch zwei Videostationen, wo eine Dokumentation über Robert Stolz des ORFs hergezeigt wird, und man kann sich da den gesamten Film über sein Leben anschauen. Ich bin am 12. März 1938 in London zur Welt gekommen, und ich bin die letzte große Liebe von Robert Stolz gewesen. Das ist das Melodie-Memory für das Robert-Stolz-Museum. Im Endeffekt ist es ein Sound-Memory. Genau. Ich kann unterschiedliche Steine hinauflegen. Also ich spiele jetzt einmal das Memory in einer kleinen Version mit 6 Steine. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten mit den Melodien, entweder mit Robert-Stolz-Melodien oder von Zeitgenossen. Ich nehme jetzt die Robert-Stolz-Melodien, und wenn ich den hochhebe, wird der Sound abgespielt, und man spürt es auch hier mit Vibration. Und dann muss ich den zweiten nehmen. Die passen nicht zusammen. Jetzt nehme ich den nächsten. Das ist im Frühling. Die waren auch nicht richtig. Jetzt nehme ich den. Richtig. Jetzt habe ich zwei richtige. Ich kann das Ganze aber auch, wenn ich es komplexer haben möchte, mit mehr Steinen spielen. Also man kann, das passt sich dynamisch an. Wenn ich jetzt wieder sage, ich möchte jetzt Zeitgenossen spielen, spiele ich das ganze Sound Memory jetzt in dem Fall mit 8 Steinen, oder im Extremfall kann ich natürlich mit 16 RFID-Objekten, Soundobjekten und den 16 Antennen auch parallel spielen. Das sind die Klangräume und Klanggeschichten. Man hat zwei Möglichkeiten. Man kann über diese Soundobjekte die hinaufsetzen, und wenn man sie hinaufsetzt und ich bin jetzt in den Klangräumen, kann ich da mehrere zusammensetzen, und es gibt verschiedene Klangräume, wie man es hier sieht. Also ich kann jetzt hier umschalten, dass man zum Beispiel in Wien oder in Paris ist, und je nachdem baue ich hier meine Geschichte zusammen und höre im Großen und Ganzen das, was ich hier gebaut habe. Bei der Klanggeschichte schaut es folgendermaßen aus: Wenn nichts um ist, geht er wieder zurück, aber jeder Stein ist ein bestimmtes Element. Jetzt habe ich zwei, und die werden sozusagen immer im Kreis dann abgespielt, und auf diese Art kann ich jetzt in dem Fall wieder von Wien eine Klanggeschichte generieren und mir das Ganze anhören. Das Ganze geht mit RFID-Tags, die über diese Tische und über die RFID-Räder erkannt werden. Wenn die Vöglein musizieren, dann ruf ich Hurra! Bei den Instrumentenwürfeln kann man mit 6 verschiedenen Würfeln und in 6 Seiten 6 verschiedene Instrumente zusammenbauen. Und hier wird das visualisiert. Also je nachdem, welches Instrument oder Objekt ich vom Instrument hinauf halte, zum Beispiel jetzt die Trompete, lege ich hinauf, wird die Trompete hier visualisiert. Wenn ich wieder runternehme und zum Beispiel irgendein anderes Instrument hinaufgebe, wird das dargestellt. Man muss das richtige Instrument zusammenbauen. Dazu gibt es eben diese 6 Würfel, dass die Seiten immer richtig liegen, und man hat auch Bereiche, wo man hineinschauen kann, beziehungsweise was ertasten kann zum Greifen. Und ich probiere jetzt in dem Fall die Ziehharmonika zusammenzubauen. 3 Seiten habe ich schon. Jetzt muss ich hier, habe ich ebenfalls noch die Ziehharmonika. Das Ganze ist auch zum Ertasten für blinde Personen oder zum Mithören. Hier sieht man zum Beispiel nachher von der Ziehharmonika einen Teil. Sieht man schon
5 habe ich schon. Jetzt nehme ich hier mal die Trommel. Die passt nicht dazu, aber wenn man hier nach hineinschaut, hat man auch hier die Tasten von der Ziehharmonika. Ich setze das hinein und wenn das richtig erkannt wird, wird auch das Video dargestellt. Also in dem Fall sind das jetzt 6 Würfel mit 6 Instrumente und 36 RFID-Tags und 6 Antennen, wo man das Ganze auf dieser zusammenbauen kann. Und interaktiv haben die Besucher die Möglichkeit, sozusagen die Instrumente von verschiedenen Arten her kennenzulernen. Im Frühling, im Mondschein, in Prager, in Wien. Hier sind wir beim Tisch mit der Komponiermaschine. Funktioniert folgendermaßen, man kann so selber komponieren, mehrere Personen gemeinsam und das Gleiche wird visualisiert und man kann auch mithören. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier 2 von diesen Objekten hinauflege und das Ganze drehe, hört man nachher die Sounds. Ja. Man sieht das, das wird gleichzeitig auch visualisiert, also es wird erkannt, welche das sind. Und jetzt stelle ich einmal ein paar mehr auf und man kann selber durch die Geschwindigkeit der Rotation einstellen, wie schnell das gespielt werden soll. Die Möglichkeit hat man, man kann zwischen klassisch und auch dann, wenn man möchte, auch lateinamerikanisch umschalten. Das sind die lateinamerikanischen und das sind jetzt die klassischen, so wie Trommeln und so weiter, wie man sich anhört. Und dann jetzt schalte ich wieder um auf lateinamerikanische Sounds. Die ganzen Tische sind auch so accessible gestaltet, dass mit Hörschleifen oder auch mit Braille funktioniert und die Objekte auch sehr gut greifbar sind. So I know it isn't right, it's foolish, but it's fun, it's fun. In dieser VR-Installation im Salon Stolz kann man das Grazer Philharmonieorchester dirigieren. Schaut folgendermaßen aus, direkt mit der Hand nimmt man den Dirigentenstab und kann nachher sozusagen die Geschwindigkeit steuern, beziehungsweise auch die Lautstärke und bestimmte Gruppen im Orchester direkt auswählen. Das Ganze funktioniert mit Handsteuerung, also die Hände werden direkt erkannt drinnen. Ich nehme jetzt den Taktstock und kann zum Dirigieren beginnen. Ziel ist es, die 120 Beats per Minute gut zu schaffen. Und ich kann bestimmte spezielle auswählen. Das mache ich mit der linken Hand. Und wenn ich schneller werde, kann ich bis zu ca. 160 Beats per Minute, also 30% drüber gehen, oder ich kann das auch sehr langsam machen. Wenn ich den ganz loslasse, hört das Orchester dann auch auf, einmal zu spielen, dann nehme ich ihn wieder. Und ich kann auch die Lautstärke regeln. Wenn ich so kleine Bewegungen mache, habe ich jetzt Lautstärke ca. 34. Und wenn ich größere Bewegungen mache, wird es dementsprechend lauter. Jetzt habe ich 100%. Jetzt wird es wieder leise. Wähle ich eine spezielle Gruppe aus, wird die immer mit voller Lautstärke gespielt. Wie zum Beispiel jetzt nehmen wir in dem Fall die Streicher, die Hohen, die ich jetzt auch schneller spielen lasse. Spielt man leise und jetzt machen wir es lauter. Und das Schlagzeug hinten. Am Schluss probieren wir noch einmal 120 Beats per Minute. Perfekt. It's in Vienna.
dabei. Wir sind hier beim Lebensraum. Hier wird die Lebensgeschichte vom Robert Stolz erzählt und erklärt. Interaktiv mit den Instrumenten, die über 14 Motoren gesteuert werden. Also wir sehen hier auch die Motoren an der Decke und die werden über ein Programm nachher sozusagen die Instrumente heruntergefahren und in Bewegung gesetzt. Und man kann sich die Lebensgeschichte nachher mithören und sieht sie auch in Gebärdensprache übersetzt. Das Ganze hat auch ein Content Management im Hintergrund, dass man selber über ein Interface das Ganze steuern kann, inklusive der Raumsteuerung über KNX bzw. auch über DMX. Die Lichtsteuerung der Spots wird direkt über das Programm angesteuert. Wie kann das Ganze gestartet werden? Dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wir können das über den X-Kokus machen. Das werde ich dann herzeigen, aber wir können das Ganze auch direkt über das Handy starten, über MQTT, und hier werden wir nachher auch das Gebärdenvideo sehen. Ich gehe jetzt einmal her und starte das Ganze. Das Licht hat sich im Raum gedimmt, die Spots gehen schon los und man sieht auch sowohl mit der Visualisierung als auch bei den Instrumenten, dass die Show startet. Sie dauert circa 20 Minuten und das gesamte Leben wird erklärt. Ich kann das Ganze auch, hier sieht man auch, wie die Zeit läuft, also wir sind jetzt bei 21 Sekunden und man kann das Ganze auch pausieren, dann geht das Licht wieder ein oder, wenn man möchte, einfach wieder das Ganze weiterspielen lassen. Im Robert-Stolz-Museum verwenden wir auch unser System des X-Kokus für das Exhibit Configuration Communication System. Im aktuellen Fall sieht man hier, dass alle 11 Stationen rennen. Die 100%-Anzeige sieht man hier. Hier sieht man auch, ob der Lebensraum funktioniert. Das war die interaktive Bühne. Ich kann das auch hier zum Beispiel auf Pause setzen. Jetzt sind wir bei 15 Minuten 38. Sprich, man kann auf diese Art interaktiv alle Videoplayer, die im Museum sind, kontrollieren und steuern. Was kann man noch machen? Ich kann hier zurückschalten auf die verschiedenen Clients und ich sehe jetzt hier alle Rechner, die im Museum verwendet werden, inklusive aller Motoren. Also wenn man hier durchschaut, sieht man auch, dass alle 14 Motoren funktionieren. Es werden auch die VR-Brillen kontrolliert, welche eingeschaltet sind und welche deaktiviert sind, und auch das ganze Netzwerk kann damit kontrolliert werden, das ist eingebaut. Möchte ich zum Beispiel einen Rechner wie jetzt das Memory neu starten, drücke ich einfach hier hinauf und das Signal ist gestartet worden und der Rechner startet aktuell neu. Im X-Kokus kann man auch das Ganze relativ gut konfigurieren und mitlocken. Wenn man hier jetzt in die Übersicht geht, sieht man alle Clients, die zurzeit rennen. Wir haben wieder 100%, alle 11 Rechner rennen. Das Netzwerk funktioniert, alle Motoren funktionieren, die 14. Die VR-Brillen zeigt er an, welche aktiv sind. Und was ebenfalls noch drinnen ist, ist in dem Fall auch IoT-Devices, Internet of Things-Devices, würden auch gehen. Drüben liegen jetzt 3 von 8 VR-Brillen sind im Einsatz. Tiefer drinnen kann man nachher das Ganze konfigurieren, wann das Ganze gestartet wird, in dem Fall um 9.45 Uhr, wann sich die Rechner ausschalten sollen. Das wird alles hier mitgespeichert und hier kann man auch in den Logfile schauen, wann was passiert ist, wann welche Rechner gestartet worden sind, beziehungsweise wann sie hinuntergefahren sind und wann bestimmte Statusinformationen abgefragt worden sind. Also 3 VR-Brillen sind im Einsatz, einige VR-Brillen sind zurzeit ausgeschaltet. Auch das sieht man und kann hier zentral überwacht und kontrolliert werden.